Mein Name ist Simon Kanzian. Ich bin stellvertretende Leitung der physiotherapeutischen Abteilung im orthopädischen Spital Speising und arbeite jetzt hier seit 6 Jahren circa. Bei uns in Speising ist die Behandlung des Patienten an sich das Wichtigste und zwar die bestmögliche Behandlung. Und eine wichtige Säule für diese bestmögliche Behandlung sind neue Technologien. Da ist Step One dann eben an uns herangetreten, hat diese Sohlen vorgestellt, mit denen man eine gewisse Ganganalyse machen kann, mit denen man die Druckbelastung messen kann, was in der Therapie ein Vorteil sein kann, die Therapie einfach ein Stück weit verbessern kann. Wir benutzen es auf unserer Akutgeriatrie, vor allem dort in der Sturzprophylaxe. Das heißt, wir lassen den Patienten eine Strecke gehen, schauen, wie ist die Schwerpunktverlagerung, wie ist die Schrittlänge zum Beispiel, um dort ein gewisses Sturzrisiko herauszufinden. Das zweite ist in der Reha, in unserer ambulanten Reha, wo wir es vor allem bei Übungen benutzen. Das heißt, Patienten machen gewisse Übungen, Kraftübungen, und wir schauen mit diesem Live-Feedback, was wir von den Sohlen kriegen, das Live-Bio-Feedback, wie belastet der Patient bei den Übungen die Füße. Die Vorteile von Step One, vor allem in der Reha, ist das Live-Bio-Feedback, was uns die Sohlen geben. Also ich bin mit dem Patienten in Therapie, er hat die Sohlen an und wir sehen live am Tablet die momentane Belastung auf den Sohlen. Rechts zu links im Vergleich. Na, ein bisschen mehr das Gewicht auf den rechten Fuß legen. Ja, sehr gut. Und in der letzten Kniebeuge jetzt einmal unten bleiben und das Gewicht einmal mehr auf den rechten Fuß legen. Das Arbeiten mit Live-Biofeedback finde ich sehr gut, weil einfach der Therapeut und der Patient live sehen, wie ist die Belastung der Beine oder wie ist die Belastung auf dem Fuß verteilt. Genau, stell dich aufs Bein und schau, dass du von der Belastung her beim Fuß möglichst außen bleibst, nicht nach innen fällst. Knie nach außen drehen, sehr gut. Und halten. Step One wird als Live-Biofeedback viel zum Beispiel bei Kreuzbandpatienten eingesetzt, da wir dort merken, das sind meistens recht junge Patienten, sich noch nicht so trauen, auf das operierte Bein zu steigen, zu belasten. Und die Sohlen können uns eben sehr gut dabei helfen, dass der Patient live sieht am Tablet, wie ist die Belastung auf dem operierten Bein, wie ist sie auf dem nicht operierten Bein, zum Beispiel während einer Kniebeuge mit Gewicht. Und man kann dort dann live gleich korrigieren, dass man die Belastung mehr aufs operierte Bein setzt. Es wird sehr gut angenommen, weil Patienten, also wir haben gemerkt, dass sie zu neuen Technologien eigentlich sehr offen sind und das sehr gut annehmen, gerne sowas probieren. Und es hat sich gezeigt, dieses Live-Biofeedback eben einen großen Nutzen hat. Einfach visuell sehen, wie belaste ich die Füße mit den verschiedenen Farben, die es dann eben gibt, dass das sehr gut hilft. Die Software ist sehr intuitiv. Wir hatten eine Stunde Einschulung circa am Anfang und dann konnten wir gleich loslegen.